Ja, es ist Freitag, der 24. März 2017 und es heißt wieder Huskies TV hier in der Eissporthalle. Dazu begrüßen wir Sie ganz recht herzlich. Und bevor wir auf das heutige Spiel eingehen, schauen wir mal, wie unsere Huskies sich geschlagen haben in Weißwasser. Nun wird's richtig schwer für die Lausitzer Füchse. Die liegen nämlich im Viertelfinale gegen den amtierenden Zweitliga-Champion mit 1:3 nach Siegen hinten. Eigentlich wollte man am Dienstagabend den Ausgleich in der Serie schaffen, um noch ein drittes Heimspiel zu erzwingen. Aber von der ersten Minute an die Gäste klar die bessere Mannschaft. 2100 Zuschauer sahen, wie nach 7 Minuten der Ex-Weißwasseraner Steve Hanusch das 0:1 erzielte. Und noch 13 Minuten dann in Überzahl für die Gäste Hungerecker mit dem 0:2. Und in der 17. Minute Weißwasser eigentlich in Überzahl auf dem Eis auch noch das 0:3. Wieder ein Weißwasseraner, der Torschütze Toni Ritter machte den dritten Treffer, auch wenn der Schiedsrichter, der übrigens auch Weißwasseraner war, Jens Steinicke, den Videobeweis bemühte und erst dann dieses 0:3 gab. Die Füchse kamen nicht wirklich rein ins Spiel. Viele Fehlpässe nach vorne kam man kaum durch. Überzahl, Unterzahl, all das klappte nicht so richtig im zweiten Abschnitt. Im Grunde genommen dann die Vorentscheidung nach 22 Minuten mit dem zweiten Treffer von Toni Ritter. Das war dann das 0:4. Wenigstens gab es noch ein bisschen Action nach 36 Minuten, als Pim und Brunito sich einen fröhlichen Faustkampf lieferten. Beide bekamen dafür 2+2+10. Und in der 38. dann übrigens Kassel wieder in Unterzahl auf dem Eis. De Blois mit dem 0:5. Naja, es war ein bisschen zum Haare raufen. 2 Unterzahltore, also aus Sicht der Füchse. Das war nicht so schön, was Weißwasser da in diesem Spiel gegen Kassel so zeigte. Kurz vor Schluss des zweiten Abschnitts, dann ein weiterer Faustkampf. Bojachinov gegen Bohatsch. Dafür gab es jeweils 2+2+10. Im letzten Drittel Kassel auf Ergebnisverwalten unterwegs. Ab der 50. Minute erhob sich dann das Stadion rund und sang: Wir sind stolz auf unser Team. Und immerhin gelang Weißwasser noch der Ehrentreffer in Überzahl in der 57. Minute. Zwinnen mit dem 1:5. Mehr war nicht drin. Am Ende der Sieg aber auch für die Huskies klar und verdient, die jetzt in der Serie mit 3:1 nach Siegen führen. Wollen die Füchse nochmal ein Heimspiel haben, dann müssen sie Freitag in Kassel unbedingt gewinnen. Ansonsten gibt es ab Samstag Sommerpause. Noch hofft man, im Eishockey ist viel möglich, aber zuletzt die Dominanz der Huskies schon sehr, sehr deutlich in dieser Serie. Trotzdem darf man gespannt sein, was in Spiel 5 dann am Freitagabend in Kassel passiert. So, das war ein überragender 5:1-Sieg in der Lausitz. Jetzt haben wir 3 Matchbälle und ob wir den ersten Matchball gleich genutzt haben, sehen Sie jetzt in den Highlights. Halbfinaleinzug oder Nachsitzen? Das war die Frage für die Kassel Huskies am Freitagabend. Zu Playoff-Spiel 5 rückte Michael Christ wieder für Austin Wycheck ins Team. Die Gäste aus der Oberlausitz mussten auf den gesperrten Dominik Bohatsch verzichten. Außerdem erhielt Kyle Just den Vorzug vor Jakub Svoboda. Der Start ins Spiel hätte für die Kassel Huskies nicht perfekter laufen können. Nach nur 15 Sekunden wurde Steve Hanusch von Thomas Merl bedient und traf zur frühen Führung ins lange Eck. Allerdings zeigten sich die Gäste davon nicht geschockt. Im Gegenteil. Fortan spielte sich das Geschehen in erster Linie vor dem Gehäuse von Markus Keller ab. Vor allem in Überzahl drückten die Lausitzer gewaltig. Götz, Brunito und Palka brachten glänzende Möglichkeiten, aber nicht in den Maschen unter. Die Schlittenhunde nahmen offensiv ihrerseits in Überzahl wieder Fahrt auf. McKenzie geriet in Puckbesitz an der blauen Linie in Stolpern, spielte die Scheibe aber kniend weiter, sodass Downing die Möglichkeit auf das 2:0 erhielt. Den Querpass jedoch nicht erreichte. Besser machte es Toni Ritter nach 13 Minuten. Nachdem die Gäste in numerischer Unterlegenheit den Puck in der neutralen Zone verloren, liefen die Huskies einen schnellen Gegenzug, den Ritter mit einem ansatzlosen Schuss ins kurze Eck zum 2:0 krönte. Ein bitteres Zwischenergebnis aus Sicht der Gäste, die sich offensiv nur vorwerfen lassen mussten, ihre Einschussmöglichkeiten nicht auf die Anzeigetafel gebracht zu haben. Zu Beginn des Mittelabschnitts schlug es dann aber erstmals im Tor von Markus Keller ein. Goldhelm Dennis Zwinnen
traf aus dem linken Bullikreis ansatzlos zum 2:1 Anschlusstreffer. Quasi im direkten Anschluss fanden sich die Huskies mit dem Rücken an der Wand wieder. Denn nach Fouls von Hungerecker und McKenzie agierte Weißwasser fast 2 Minuten mit 2 Mann mehr. Die Schlittenhunde kämpften aber aufopferungsvoll und verhinderten so den Ausgleich. Dieser fiel allerdings wenig später. Erneut war es Dennis Swinnen, der einen Rebound nach 26 Minuten zum 2:2 über die Linie drückte. Wer jedoch dachte, dass das Momentum nun endgültig auf Gästeseite gewechselt ist, sah sich schnell getäuscht. Nur 23 Sekunden nach dem Gegentreffer antworteten die Huskies in Person von Thomas Merl, der über den rechten Flügel in die Angriffszone eindrang und mithilfe des Innenpfostens das 3:2 markierte. Nun hatten die Gastgeber wieder Oberwasser und legten keine 3 Minuten später nach. Nachdem die Überzahlphase ohne echte Torchance vorüberging, verwertete Toni Ritter eine Direktabnahme nach Downing-Zuspiel und netzte zum 4:2 ein. Dies machte den Gästen sichtbar zu schaffen. Bis zur zweiten Sirene waren die Schlittenhunde näher am 5. Treffer als die Füchse am Anschluss. De Blois Unterzahlkonter endete mit einem krachenden Pfostentreffer und Franzl war zur Stelle, als Merl es vom Bulli weg mit einem Direktschuss versuchte. Im Schlussabschnitt hielten die Huskies ihren Gegner zunächst an der langen Leine und ließen kaum echte Torchancen zu. Erst in der 50. Spielminute wurde es wieder gefährlich, als Keller einen Schuss von Fischer mit der Schulter über die Latte lenkte. Die Zeit lief in dieser Phase immer schneller für die Huskies, doch 4 Minuten vor Schluss kamen die Gäste wieder zurück ins Spiel. Nach einem Mückenschlenzer blieb der Puck vor den Füßen von Dennis Swinnen liegen, der aus kurzer Distanz auf 4:3 verkürzte. Nun riskierte Füchse-Trainer Javan P. natürlich alles, nahm Maximilian Franzrepp zugunsten eines 6. Feldspielers vom Eis. Das leere Tor nutzen aber die Schlittenhunde. 1 Minute vor der Sirene netzt Jack Downing zum 5:3 Endstand ein. Die Gäste aus der Lausitz hatten den Huskies in Spiel 5 nochmal alles abverlangt. Am Ende setzte sich jedoch der tiefere Kader der Schlittenhunde durch. Mit dem 4. Sieg in Serie zogen sie ins Halbfinale ein und treffen nun auf die Löwen Frankfurt. Ja, das waren die Highlights vom Viertelfinale gegen die Lausitzer Füchse, das wir ja auch gewonnen haben mit 4:1 in der Serie. Toni, herzlichen Glückwunsch. Kann man sagen, das waren heute die Ritterspiele gegen die Lausitzer Füchse? Na, ich glaube nicht. Also das war ein kompletter Teamerfolg wieder mal. Bin mega froh, dass wir die Serie jetzt gewonnen haben. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und bin jetzt gespannt, was vor uns liegt. Ja, jetzt sind wir im Halbfinale. Unser Gegner steht auch fest, die Löwen Frankfurt. Was freue ich mich? Ich denke mal, ihr freut euch auch? Ja, mega. Wir sind mega glücklich, dass wir erstmal heute die Serie gewonnen haben. Und dass wir jetzt gegen Frankfurt spielen, ist natürlich mehr Anreiz geht nicht. Und so ein kleiner Voraustipp. Wie geht die Serie aus gegen die Löwen? Lass uns erstmal das erste Spiel gewinnen und dann lässt sich es von da aus besser einschätzen. Gut, also wir gewinnen jetzt am Freitag. Natürlich. In Frankfurt und dann setzen wir nach beim Heimspiel. Okay. Genau so ist es. Gut, alles klar. Vielen Dank und feier schön. Dankeschön. So, und weiter geht's jetzt mit unseren Huskies im Halbfinale gegen die Löwen Frankfurt. Das erste Spiel findet in Frankfurt statt am Freitag, den 31. März um 19.30 Uhr. Und unser erstes Heimspiel ist am Sonntag, den 2. April um 17 Uhr. Wie immer die Spiele live bei Spray TV. Wir sagen Danke für Sie aus der Eissporthalle, Sven Breiter für Huskies TV.